Hallo Internet und herzlich willkommen bei Betriebsrat TV. Hallo Internet. Ich habe Angst. Wovor? In dieser Woche haben Jens und ich so einen kleinen netten Auftritt bei einer Veranstaltung der Verdi. Und da sollen wir eine ansehnliche Gruppe für einen Zeitraum von 2 Stunden, 2,5 Stunden gut unterhalten, hoffentlich. Ja. Und ich habe Lampenfieber. Du hast Lampenfieber? Ich kriege immer Lampenfieber. Das war schon. Schon in der Schule, wenn ich da irgendwie Theater gespielt habe oder so. Ganz, ganz schlimm. Und das wird bis zum Auftritt auch noch von Tag zu Tag übler. Und während der Veranstaltung auch noch? Während der Veranstaltung geht das eigentlich. Also wenn das dann wirklich losgeht, dann legt sich das. Also bei mir war das in der Schule auch so. Da habe ich eine Panik gehabt davor, vor einer Gruppe zu sprechen. Und auch als wir Betriebsräte wurden, als wir die erste Betriebsversammlung hatten, habe ich mir ganz auch schlimm in die Hose gemacht. Und nach der Veranstaltung war ich völlig fertig und saß dann da rum und die Leute kamen auf mich zu und ich dachte, okay, jetzt kommen die und erzählen dir, was für eine Scheiße du da gebaut hast. Und war total überrascht, wenn die Leute dann gesagt haben, oh, das war ja ganz gut. Und ich dachte, Alter, auf welche Veranstaltung warst du denn? Ja, ja, vor allem, wenn die dann sagen, oh, ihr habt das so an, ihr wart so entspannt und sowas. Ja. Und die so, hey. Ja, genau. Ich war da. Genau, wie so entspannt, Alter, ich bin fast gestorben. Ja. Aber da kriegt man ja mit, dass die Wahrnehmung der Menschen von einem selber eine andere ist, als man sie selber hat. Ja? Und wenn du das dann oft genug machst, irgendwann, ich will nicht sagen, dass es weg ist. Ich bin auch vorher angespannt, ich rauche dann auch mehr noch vorher. Ne? Ja, bei mir geht das nicht weg. Also ich habe ja auch von Schauspielern gehört, bei denen das mit zunehmenden Berufsjahren immer schlimmer wird. Aber da ist jeder Mensch, glaube ich, anders gestrickt. Also das Wichtigste ist, für einen Betriebsrat, wenn man eine Veranstaltung hat, wo man auftritt und irgendwie was reden soll, eine Ansprache oder eben durch eine Betriebsversammlung führen soll, ist, dass man daran nicht verzweifeln sollte, wenn plötzlich sowas wie Lampenfieber auftaucht. Das ist grundsätzlich gar nicht so eine schlechte Sache, weil das bedeutet, dass man ein wenig unter Anspannung gerät und dann auch die nötige Energie aus sich herauskitzelt, weil man natürlich auch das Bedürfnis hat, da was Gutes abzuliefern. Die Grundvoraussetzung trotzdem, damit man mit Lampenfieber gut umgehen kann, ist, dass man sich vernünftig vorbereitet, würdest du aber auch sagen, oder? Natürlich. Also du musst halt klar haben, was du sagen willst. Genau. Ja? Wenn man sehr routiniert ist und die Texte immer schon wieder vorher schon mal gesagt hat, in anderen Zusammenhängen, ja, dann kannst du das natürlich auch als Vorbereitung sehen. Ich kann mich mal an eine Betriebsversammlung daran erinnern, da kam ich irgendwie von der Reise und dann hast du mich an der Tür abgeholt. Ich hatte nicht die leiseste Ahnung, um was es geht. Ja, und auf dem Weg nach vorne hast du mir erzählt, wir machen das. Und als ich vorne ankam, hat mir irgendein anderes Mikro in die Hand gedrückt und es ging los. Und ich hatte noch nicht mal das, was hinter mir an die Wand geworfen worden ist. Ja? Aber es waren Themen, in denen wir zu Hause waren und die wir beide oder wir alle auf Knopfdruck einfach runterspulen konnten. Ja? Und dann guckst du halt, welches Thema ist es und dann spulst du den Text runter. Das Wichtige ist, das Thema, was man vermitteln möchte, da muss man eben zu Hause sein und man muss die wichtigsten Fakten kennen. Und wenn man sich die wichtigsten Fakten nicht merken kann, dann nimmt man sich eine kleine Karte und schreibt die sich rauf. Das denkt man vielleicht für einen selber. Oh Gott, jetzt muss ich da aber auf die Karten gucken und wie schlimm ist das? Nee, ihr müsst mal drauf achten im Fernsehen, wenn da irgendwelche Moderatoren sind, die haben auch immer ihre Kärtchen. Das hat zwei Funktionen. Zum einen, wenn die wirklich was vergessen, dann können sie nachgucken. Und zum anderen, man hat was in der Hand. Und wenn man was in der Hand hat, dann hat man was zu tun. Und das beruhigt einen körperlich. Ja, aber ich kann zum Beispiel auch keine Zettel in der Hand halten, weil ich dann so einen Tatter habe, dass dann das ganze Ding da flattert. Ich habe immer Stifte in der Hand gehalten. Ich habe ja nichts geschrieben, aber ein Stift in der Hand sieht irgendwie unverfänglich aus. Ja, aber du hast was in der Hand. Ich habe was in der Hand, richtig? Genau. Und damit kommt man dann klar. Früher war ich oft im Theater und habe ich häufiger mal gesehen, dass Schauspieler Hänger hatten, richtige Texthänger. Ja, und wenn man dann nicht erfahren ist, dann würde man denken, oh Gott, jetzt ist die Welt zu Ende, gerade Schauspieler, ja, Profi, ganze Theater voller Menschen. Genau. Und wie reagieren die? Die sagen dann auch nicht, oh Gott, was mache ich jetzt? Sondern die sind dann extrem aktiv sogar und sagen, möglichst noch im Duktus des Stückes, so à la Shakespeare, oh, jetzt habe ich aber, ich Armatur, mein Text vergessen. Ja, und überspielen das. Und die Leute finden das doch menschlich. Das ist doch sogar cool. Wichtig ist einfach, dass man sich nicht von dem Lampenfieber übermannen lässt. Also das darf nicht die Kontrolle übernehmen. Man muss das Lampenfieber eigentlich umarmen. Man muss sagen, aha, da ist das Lampenfieber und das macht mich jetzt auch ein bisschen kirre und auch ein bisschen verrückt.
Und manche Leute müssen vielleicht auch noch mal kurz vor ihrem Auftritt noch mal auf Klo und spucken oder was weiß ich. Aber wenn man weiß, das gehört einfach dazu, das wird aber mich nicht daran behindern, das zu erzählen, womit ich mich auskenne. Ihr habt ja nachher, sobald es losgeht, auch genug zu tun. Ihr konzentriert euch zum einen auf das, was ihr sagen wollt. Dann guckt ihr auf die Reaktion eurer Mitarbeiter. Ne? Wollt ihr gucken, ob die sich zu Tode langweilen oder nicht. Ja. Ihr guckt auf die Arbeitgeber, wenn es da einen Konflikt gibt, ja, wie die reagieren. Ihr habt also mehrere Ebenen, die ihr gleichzeitig bedienen müsst. Und wenn du ein kontroverses Gremium hast, musst du noch auf deine eigenen Leute dann vielleicht gucken oder so. Ja? Das heißt, irgendwann bleibt gar keine Zeit mehr, sich mit irgendwas anderem zu beschäftigen. Da bist du einfach nur noch konzentriert. Und ein Megatipp haben wir auch noch für euch. Echt? Ja, ein Megatipp. Das Beste in so einem Fall ist immer, ein Duo macht so einen Kram nicht alleine, macht das zu zweit. Weil zum Beispiel meine größte Angst immer, war schon immer so, das war beim Theaterspiel, bei irgendwelchem anderen Kram, bei Auftritten als Betriebsrat, ist, dass ich ein Blackout bekomme und plötzlich noch nicht mal mehr meinen eigenen Namen kenne. Und da ist es dann schön, wenn einem das tatsächlich passieren sollte, dass man dann einfach seinen Partner anguckt, ein bisschen lächelt. Ja, du brauchst gar nicht lächeln, ich verstehe das auch so. Und der weiß dann, okay, jetzt muss ich mal kurz ran. Und wenn der dann weitermacht, dann fängt man sich relativ schnell wieder. Das ist nicht so, dass man dann für immer und ewig im schwarzen Loch bleibt. Nein, wenn der plötzlich anfängt zu reden und macht mit dem Thema weiter, dann fällt einem plötzlich auch wieder alles ein, was man so vergessen ja, hat. Ja, das ist aber nicht nur bei dem Super-GAU so, ne, Kollege, sondern auch der andere, also wenn man lange zusammenarbeitet, dann kennt man sich ja. Ja? Ich weiß ja manchmal Texte, die du reden wirst, bevor du selber weißt, wie dein nächster Satz dann aussieht. Ja. Und wenn man dann aber merkt, dass der andere irgendwie nicht gut drauf ist, dann kann man da auch mal reingehen. Ja? Das lockert auch die Sache auf, ehrlich gesagt. Ja? Ja. Und es hilft dem anderen, der merkt das ja auch, dass der andere dann irgendwie nicht ins Koma gefallen ist. Und es gelingt dann besser, die Sachen zu transportieren, die man transportieren möchte. Also, was lernen wir daraus? Lampenfieber, Komfort ist nicht so schlimm. Und zur Not holt man sich einfach einen zweiten Betriebsrat dazu, mit dem man sich abspricht. Du, wenn ich plötzlich Unsinn rede, dann machst du weiter. Ja, und es ist einfach eine Frage der Übung. Ne? Wie alles im Leben, auch das muss geübt werden. Dann war's das für heute. Wir wünschen euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.